Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Minish Cap. Letztes Mal haben wir diesen magischen Staubsauger erhalten, diesen Krug. Und mit dem kommen wir hier nun weiter. Hä? Was habe ich denn da? Ah! Ja, zumindest sicher gelandet. Hey, Jonas, wollen mich nicht angreifen? Wo ist denn erst aus dem Sonic-Gegner? Na, ist ja auch egal. Ah, so ein Pech, Mann. Ohne passendes Transportmittel kommen wir hier nicht weiter. Wie wär's, wenn wir unser Köpfchen benutzen und es ansaugen? Haha, funktioniert! Und jetzt saugen wir uns hier ran. An die Wand. Oder spucken aus, so piu! Haha, wenn wir spucken. Piu! Piu! Da können wir uns ein bisschen hier dran wedeln. Piu! Zu weit! Zu weit! Piu! Piu! Boah. Okay, okay, und piu. Macht doch Spaß. Also ich hab Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Weg mit euch. Macht mir Angst. Ich finde super, dass man einfach spammen kann. Es gibt einfach keinen Cooldown dafür. Ich will einfach jeden Frame spammen. Gefühlt. Okay, das finde ich cool. Der kleine junge Link, ne? Der kann halt nicht schwimmen. Der hat sein Seepferdchen noch nicht gemacht. Also greifen wir auf andere Mittel zu. Warte mal, wo gehe ich denn jetzt eigentlich lang? Nee, warte mal, eigentlich will ich anders lang. Nein, warte, stopp, 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 stopp. Ja, guck, hier kann ich auch gar nicht lang. Ich habe einfach getötet, indem ich einfach angesaugt habe und dann wieder weggeschleudert habe. Hehehe, spaßig. Oh Gott, was passiert hier? Aua, nein, ich kann nicht schwimmen. Das war gemein. Hinterangriff. Oder Oberangriff. Naja, ist auch egal. Ja, hier muss ich kurz lang. Nein, ich habe keinen Schlüssel. Oh, alles umsonst. Was? Ernsthaft? Guck mal bitte her. Genau. Okay, dann müssen wir halt später erst wieder hinkommen. Konnte ich ja nicht wissen, dass da eine Schlüsseltür ist. Oder sieht man das auf der Karte? Ja, wohl, doch, das. Nee, na, muss nicht unbedingt heißen. Muss nicht unbedingt heißen, dass es eine Schlüsseltür wäre. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Ich meine, hier konnte man noch lang. Warte, komm, wechsel mal den Screen. Dann bewegt er sich bis von alleine. Ja doch, wenn ich so mache, dann so. Piu. Und dann, ah, zu Pfeil. Ah, ich kann Spam. Piu, piu. Oh, sorry, Leute. Ich hab nicht gecheckt, dass ich Spam kann. Das hilft natürlich. Ja, so kann ich hier lang. Aha. Ja, warte. Machen das so, dass ich den hier schieben kann. Der Krug bleibt dann da drauf. Und von hier aus, sofern er den anderen Krug da oben nicht wegpustet, wegbläst, kommen wir jetzt durch. Macht Spaß mit dem Ding. Ist halt ein bisschen nervig, dass man spammen muss, aber ansonsten ist es lustig. So, aber das hier verstehe ich jetzt immer noch nicht so ganz, ne? Weil die konnte ich ja nicht wegpusten. Also wie mache ich das? Warte mal, jetzt haben wir ja eine Brücke hier, ne? Das ist ja mehr oder weniger als eine Brücke. Das heißt, haha, so machen wir das und kriegen dafür einen weiteren Key. Ja, und wo wir mit dem jetzt hin müssen, ist, glaube ich, offensichtlich. Also, bis gleich. Ah, okay, ich habe es rüber geschafft. Na komm, auf damit. Gebt mir den Schatz, den ich verdiene. Juhui! Okay, hier ist nichts. Ich komme hier irgendwie nicht weiter. Oder warte mal, vielleicht kann ich den Pilz einfach an mich ziehen. Haha, coole Idee. Jetzt gefällt mir. Na komm her. Komm her. Irgendwie macht das Spaß. Ich frag mich aber warum. So simpel. Nee, die Richtung. Na komm, komm, komm. Ja, nein! Wie mache ich das? Verdammt. Vielleicht länger ranziehen lassen. Ah, und wir kriegen den großen Schlüssel. Er öffnet sogar Schlösser. Ja, Tony kennt doch auch. Ich glaube, er meinte so ein Schloss. Also halt die Burg. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das Gebäude. Der Teleporter!
Und der blaue. Was ist die Technologie dahinter? Na, muss ich nicht stören. Wir kriegen das letzte Herzteil. 4 Herzteile ergeben einen neuen Herzcontainer. Deine Herzteil erhöht sich und du hast wieder volle Energie. Ding, ding. 4 Herzen, da oben seht ihr es. Ja, wie gesagt, das ist ein 100% Display. Wir machen hier alles Mögliche. Ich habe die Kiste verpasst. 2 sogar. Okay, warte mal. Nein, ich wollte doch nicht. Ich glaube, hier ist direkt. Warte mal. Warte mal, hä? Stimmt, ganz am Anfang des Dungeons waren hier diese beiden Türen. Okay, der führt mich nach oben zum Boss wahrscheinlich und der nach unten. Nee, der. Führt mich beide nach oben? Ja, aber warte mal. Ich mach nochmal Backtracking. Weil, ihr habt ja auch jetzt gesehen, eine Kiste habe ich hier verpasst. Hier unten irgendwo. Ne? Ja. Hier unten und dann nach links. Ach, wahrscheinlich da links saugen hier, oder? Hier direkt? Hä? Waren wir hier nicht? Ich meine, das hatten wir. Hatten wir nicht? Okay. 10 mysteriöse Muscheln noch nachgeholt. Ja, jetzt muss ich halt leider den ganzen Weg zu Fuß zurücklatschen. Map, map. Bis gleich. Okay. Ja, dann gehe ich immer hier lang, weil hier weil soll eine Schatzkiste sein. Yay, gib her. 20 Rubine. Die sehe ich gern. Hallo? Irgendwas? Nein? Nee. Hier kann man nicht lang. Das ist nur für die... Fürs Money. Ich frage mich, wie viel Geld wir tragen können. Ich hoffe, so viel wie möglich. Das würde mein Leben auf jeden Fall erleichtern. So, wie wir darüber kommen, ist, glaube ich, offensichtlich. Und zwar ziehen wir ihn einfach nur ganz lange so schnell wie kann. Oh, nicht da drüber springen. Ich möchte nicht wieder zurücklatschen. So, hier das Gleiche. Hier das Gleiche. Juhu! So, hier kann man noch sich mal kurz heilen. Hier seht ihr, hier sind überall Herzen drin. Und dann auf zum Boss. Ein Slime. Was zum... Was hat er vor? Sag mir jetzt aber nicht. Doch. Der normal große Slime gegen den winzig kleinen Link. Ein Noob-Gegner wird auf einmal zu einem... Naja, wie soll ich sagen? Zu einem Boss! Gott, hilf mir, ein Albtraum, Alter! Gott, Link, was hast du für perverse Sachen hier, ey? Wow! Verschwinde! Okay, da sind nur Herzen drin, okay. Ich sauge einfach seinen Schleim auf. Aua! Nein, mein Herz! Verdammt, ich brauche ein Herz! Okay. Ich sauge seinen Schleim auf. Oh Gott, das ist halt sein Körper. Kein Schleim mehr, nur noch sein Kopf. Na komm, kipp um, kipp um! Kipp um! Kipp um! Aua, nicht auf mich, ey Idiot! Okay. Nochmal. Verdammt, der trifft mich immer. Ich bin nicht gut im Ausweichen, aber das ist auch so langsam, muss ich sagen. Oder vielleicht soll ich Spam? Nee, Spam ist nur zum Pusten. Gedrückt halten ist zum so saugen. Komm, komm, kipp um, kipp um, kipp um, kipp um, kipp um, kipp um! Hab ich auf mich, Mann! Was hast du jetzt vor? Springen? Okay. Sonst noch was? Schaut mal, wie immer, wie kleiner immer wird, ne? Jetzt ist er schon kleiner geworden. Auf jeden Fall. Das ist ein nettes Detail. So, jetzt kipp. Oh, jetzt ist er wieder groß. Kipp um, 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 kipp um. Immer auf mich. Ey, er lebt immer noch. Bam. Hilft leider nicht. Wäre schön gewesen. Oh, er springt wieder. Nochmal. Jetzt reicht's aber. Oh Gott. Verschwinde, Mann. Lasst mir Angst. Kipp um, kipp um, kipp um, kipp um. Verdammt nochmal, jetzt kipp um. Aber ich hab mich. Ah, immer auf mich. Egal, jetzt bist du Geschichte. Boah, so viel Aufwand für einen ganz normalen Gegner, ne? Und wir erhalten unseren Schatz. Yeah, yeah, yeah. Das Erdelement erhalten. Das Erdelement enthält die Kraft der Erde, die Quelle allen Seins.
Und was kriegen wir da noch? Einen kompletten Herzcontainer, also 4 Herzteile in einem. Yay, ein Herz mehr und wieder von Energie. 5 Herzen schon. Wow, das geht ja richtig flott zur Sache hier. Und damit sind wir mit dem Dungeon. Kurz abchecken. Ja, komplett durch. Ja, interessant, dass wir hier eine Karte und einen Kompass finden. Das hatten wir in Skyward Sword nicht. Da hatte man einfach, ne, alle Räume, die man treten hat, ist, ne, ja. Gut, das Erdelement haben wir. Erzählen wir nun dem Ältesten davon. Ja, der ist ja doch in der Nähe, oder? Genau, hier waren wir. Hüp, hüp, na komm. Hier können wir nicht rollen, aus irgendeinem Grund. Du bist das nicht. Du bist nur der Weise. Du bist nicht der Älteste. Der Älteste ist hier. Wir haben so viel Geld. Können wir schon mal was kaufen oder so? Das wäre mal ganz gut, ja. Ah, ihr habt das Erdelement gefunden. Du bist noch jung, aber deine Kraft, deine Buße beachtlich. Mach weiter so und such das nächste Element beim Gongolberg. In Gongolberg lebt ein Mann namens Melta. Unter dem Minish ist er nur er in der Lage, das Schwert neu zu spielen. Er wird das zerbrochene Schwert der Minish für euch reparieren. Ich werde ihn benachrichtigen. Über mein Handy, über mein Mini-Handy. Passt auf euch auf. So langsam. Geht dort entlang. Das ist eine Abkürzung durch den Wald. Der Älteste ist eine große Hilfe. Nun, dann bring uns doch gleich zum Gongolberg. Boah, jetzt sei aber nicht frech, du. Dankeschön. Ja, und jetzt geh. Okay, sorry. Ich geh ja schon. Schlafen gehen. Darf ich aber nicht. Okay, dann raus aus der Stadt. Das, was SpongeBob auch immer gehört hat. Hier ist ein kleines Pilzhaus. Hallo, Kleiner. Deine Kleidung, deine komische Mütze. Bist du vielleicht ein Mensch, Mike, der das Erdelement gefunden hat? Ist das so wahr? Ich habe schon von dir gehört. Ich bin Heureta, der Item-Erfinder. Ich erforsche alles Mögliche rund um Werkzeuge. Du findest keinen Weg zur Stadt, weil alle Wege versperrt sind. Ich gebe dir etwas Feines, das dir bestimmt weiterhelfen wird. Danke, Mann. Eine Bombentasche. Und 10 Bomben gerade dazu. Räumen damit alles Mögliche aus dem Weg. Warte, echte Bomben? Also jetzt keine Donnerblumen, die halt explosiv sind, sondern einfach wirklich Bomben? Ist das nicht illegal? Ach was, Bomben sind so toll! Da hat er recht. Na gut. Na gut, hier kommen wir aber nicht mehr weiter, ne? Dann würde ich mal sagen, machen wir uns wieder größer! Yeah! Wenn nochmal so ein Slime kommt, dann mache ich ihn jetzt One-Shot! Also zumindest versuche ich es mal. Ja, und so eine kleine Pfütze stört uns nun nicht. Bomben behalten, sie gehören in die Bombentasche. Stimmt, ja, haben wir jetzt Bomben bekommen, hat er gesagt, ne? Ich muss aber echt sagen, wenn das jetzt die komplette Map ist, ist es wirklich kleine Map. Und vor allem finde ich es komisch, das ist ein großes Feld, das ist so ein ganz kleines enges. Ich hoffe mal nicht, dass es die ganze Map ist, weil sonst ist es wirklich ein sehr kurzes Spiel. Ja, rissen wir mal die Bomben aus. Träger der heiligen Macht des Windes Flügel mögen nun auch dich tragen. Was? Was war das denn? Es explodiert! Hm? Kindchen, guck mal da! Auf dem Boden ist dieses merkwürdige Mal! Was könnte das bedeuten? Hm, ich habe leider selbst keine Ahnung. Sehr rätselhaft. Springen wir es weg! Das sind einfach echte Bomben! Auch wenn sie den Donnerblumen sehr ähnlich sehen. Vielleicht sind sie es auch, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also ich würde es mir gerne markieren, weil ich könnte. Hier haben wir 50 Muscheln bisher. Und hier ist das eine Erdelement. Okay, hier sind die 4 Elemente. Wofür das hier ist, weiß ich nicht. Oder das, oder das, oder... Hier noch alles. Wir haben noch einiges erkunden, sehe ich. Warum ist das hier rechts? Warum ist das so alles komisch eingebaut? Egal. Ich hinterfrage es nicht. Ja, merken wir uns einfach das, Karte. Dass das hier was ist. Am Rande des Waldes. Irgendwo... Oh, eine Muschel. Einfach so im Chaos gefunden. Okay. Warum nicht, schätze ich? Warte, wo gehe ich denn jetzt lang? Ist, glaube ich, egal. Ah, hier komme ich nicht lang. Okay, hier muss ich erstmal kleiner werden. Was ist das hier eigentlich? Sind das Hügel? Kann ich damit nicht hochlatschen? Oder was soll das mir sagen? Haha! Dadurch, dass wir jetzt die Bomben haben, die wir einfach so ein Geschenk bekommen haben, was irgendwie komisch für eine Mächte sein, aber ja, damit können wir jetzt
vier Steine wegbringen. Chillig. Okay. Östlicher Hügel. Hö, was zum... Bombe? Möchtest du die Bombe? Magst du die? Boom. Okay. Hat geklappt. Problem beseitigt. Ah, noch eine so. Aua. Weg mit euch. Okay, die kann ich auch kaputt schlagen. Muss ich nur aufpassen, die sind stark. Vielleicht sollte ich dann lieber mein Schild nochmal ausrüsten. Das wäre, glaube ich, klüger jetzt. Warte mal. Was ist mit euch eigentlich? Ah, schaut mal, die sind die gleichen wie die blauen. Wo der Unterschied ist, weiß ich nicht. Aber ja, die funktionieren genauso. Nett. Okay, war doch blöd. Ich werde direkt Bomben benutzen. Und ich kann kleiner werden. Scheinbar kann ich an jedem Baumstumpf kleiner werden. Was ganz cool ist. Ja. Na gut, mach ich's mal. Warum nicht, wenn ich schon gerade hier bin? Miska, Muska, du bist kleiner Mann. Und los. Boink, boink, boink. Mano. Okay. Dann schauen wir mal hier rein. Hallo. Sieh doch dieses Fragment. Hast du schon alles gesehen? Was? Du weißt nicht, was Fragmente sind? Dann finde es erstmal heraus. Hey, warum so frech? Der will mir ein Fragment zeigen. Ich sag ihm dann, was ist ein Fragment? Du kennst dich damit nicht aus? Nee. Schau mal, mein neues Pokémon gefangen habe. Was ist denn ein Pokémon? Nee, mit dir rede ich nicht. Okay, dann nee, dann nicht. Gemein. Warte mal. Kann ich das hier aufsprengen? Na? Tatsache. Dadalam, dadalam. Hilfe, Strichmännchen. Nein, das sind Fledermäuse. Weg mit denen. Wir kriegen. Ups, ups, oh nein, nicht hier drüber wegsprengen, nein! Ah, okay, gut, die ist aus Stahl oder sowas. Mysteriöse Muscheln. Nett. Dich krieg ich auch noch. Haha. Okay. Oh Gott, nicht du schon wieder. Weg mit dir, du machst mir Angst. Was bist du denn, Feiner? Was zum. Einfach ignorieren. Oh nein, die kommen auf mich zu, die kommen auf mich zu, die kommen auf mich zu. Aua. Der Krug! Ups. So, der Krug! Aha. Warte, ich will einen auf den anderen schmeißen. Komm mal her. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist er? Da ist er! Huapam! Hehe, das ist doch immer cool. Aber das Gras kann ich hier nicht wegmachen, oder? Das normale Gras, okay, aber das hier nicht. Muss ich mähen. Den Rasen mähen. Aber hier hat man richtig viel Gras zum Mähen, ne? Sehr, sehr viel. Warte, war unten noch irgendwas? Ich möchte doch nur mal kurz sicher gehen, dass hier nichts ist, dass ich nichts übersehen habe. Eine Muschel oder. Keine Ahnung, irgendwas kann ja sein, aber nee, ich glaube, hier ist nichts. Okay, dann gehen wir einfach weiter nach oben und sprengen wieder radikal. Illegal. Ah! Alles weg, Mann! Oh yeah! Ich meine, uns kann niemand aufhalten. Warum also nicht? Macht doch Spaß! Map? Map? Okay, wenn ich nach links gehe, komme ich zu einem Haus? Und ansonsten? Keine Ahnung. Ansonsten wirklich keine Ahnung. Hier sind einige Wege. Okay, hier komme ich nicht lang. Ich kann hier lang. Ah, das ist eine Abkürzung. Ha, nach Schloss Hyrule eine Abkürzung. Hab ich kaputt gemacht. Ich glaube, wir sind hier links lang, oder? Südliche Ebene von Hyrule. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, weil wenn wir auf die Karte schauen, dort links ist noch ein grünes Objekt, was wir sammeln sollen. Mann, ey, verschwindet! Lügen. Octoroks. Hier raus. Lass dich raus, Link. Komm, wir sind auf ein Abenteuer. Wir müssen hier. Warte mal. Kann ich das wegkriegen irgendwie? Mit dem Krug? Nee. Nee. Leider nicht. Bomben. Warte, soll ich ein bisschen Bomben versuchen? Ups. Vielleicht. Zack. Aua.
Na komm! Ne, die Dornen sind extrem stabil. Selbst Bomben können sie nicht klein kriegen. Aus was sind die denn gemacht, ey? Titanium oder sowas? Gott! Na gut. Dann Rasenmähen und hoffen, was zu finden. Warte mal! Hier wohne ich doch! Oh, eine Muschel. Ja, okay, wir sind wieder zu Hause. Und können jetzt hier lang. Aber jetzt haben wir ein Schwert und sind an dieser Stelle. Als das Schwert hier letztes Mal hatten, da mussten wir es noch abgeben, da gehört es nicht uns. Ja, und jetzt haben wir es einfach so bekommen, ne? Weinchen was? Ah, ich wollte das nicht. Das wollte ich genauso wenig. Dankeschön. Dankeschön. Wo bin ich jetzt? Karte? Karte? Bin auf einem guten Weg zu einem neuen Ort. Hä? Das leuchtet. Warte mal, sag mir nicht. Ich kann mich hier vielleicht verwandeln. In einen kleinen Minish. Irgendwie nicht. Hm? Oder vielleicht mit einer Bombe? Oder so? Also ihr seht alle, es glitzert da oben. Und hier ist ein kleines Haus. Nee, irgendwie geht das nicht. Vielleicht bin ich auch falsch. Verdammt, ich bin vielleicht falsch. Oh nein. Ach so, warte mal. Sollten wir nicht Bericht erstatten? Warte mal, jetzt mal ohne Witz. Sollten wir nicht eigentlich Bericht erstatten, dass wir es haben? Nee, warte, wir hatten den Bericht erstattet. Das hatten wir, das haben wir. Jetzt erinnere ich mich. So sind wir doch überhaupt hier lang gekommen. Warte, hier können wir lang. Haha, doch noch nicht stark. Hihi. Okay. Hallöchen. Kleine Sailor Moon Fee. Du hast eine Fee gefunden. Sie gibt dir neue Energie. Ich bin die Fee. Ich werde dir helfen. Mache einen weiteren Zug. Okay, Dankeschön, Fee. Und beim nächsten Mal, Freunde, lässt uns die Fee hoffentlich hier durch und uns weiter erkunden. Ja, ich hoffe, die Fee hat euch gesagt, dass ihr liken und abonnieren sollt, weil sonst verpasst ihr die nächste Folge und das wollt ihr nicht. Vertraut mir, das wollt ihr nicht.